Sommerferienhalbzeit heißt, in knapp 3 Wochen ist es soweit. 100.000 neue Erstklässler werden diesen September im Freistaat eingeschult. Jetzt startet die Zeit, um die Kinder optimal auf den Schulstart vorzubereiten. Deswegen wendet sich Bayerns Innenminister Herrmann mit einer Bitte an die Eltern. Liebe Eltern von Erstklässlern, diejenigen, die am 14. September zum ersten Mal zur Schule gehen, jetzt den Schulweg üben. Von zu Hause bis in die Schule mehrmals in den nächsten Wochen schon mal diesen Schulweg gehen. Kinder daran gewöhnen, dass das möglichst am ersten Schultag schon ein bisschen Routine ist. Aber nicht nur die Eltern, auch beispielsweise Busunternehmen sind gefragt. Heute wurde ein spezieller Abbiegeassistent vorgestellt. Die Fahrzeuge sind mit Kameras ausgestattet, die den toten Winkel des Busses aufzeichnen. Außerdem meldet ein mehrstufiges Warnsystem im Innenraum sich gefährlich nähernde Fußgänger oder Fahrradfahrer. Einige Busse haben dieses System bereits, nun sollen weitere folgen. Es wird sehr gut in Bayern auch wahrgenommen, gerade im öffentlichen Personennahverkehr, dass wir dort, wo die Busbeschaffung ja auch bezuschusst wird durch Programme des Freistaats Bayern, ganz bewusst die Ausstattung von Bussen mit solchen speziellen Systemen auch zuschussfähig ist. Und dadurch haben wir einen größeren Anreiz auch für die Verkehrsgesellschaften und die Kommunen geschaffen, dass sie sich in der Tat Busse mit diesen Systemen, noch bevor das gesetzliche Pflicht wird, jetzt auch beschaffen. Der Freistaat hofft, dass diese Technik von vielen Unternehmen angekauft wird. Denn ein Mehr an Verkehrssicherheit kommt letztlich auch den Kleinsten zugute.